Hallo und herzlich willkommen zum Café Stillpoint. Mein Name ist Anja Engel-Schulmeier und ich habe heute die Ehre, den dritten Teil des Café Stillpoints zu moderieren. Jo, ich freue mich erstmal, dass ihr alle wieder so zahlreich erschienen seid. Und ja, ist ein cooles Format und ich freue mich drüber. Ja, wir haben heute Tag 13 einer doch ein bisschen irritierenden Zeit und ich denke, die meisten von uns oder vielleicht auch alle haben Phasen, in denen unser Cortisol-Level doch ein bisschen höher ist als normal. Und deswegen haben die Moni und ich heute unsere Lieblingsjogginghosen ausgezogen, um darüber zu sprechen, was passiert eigentlich in so einer längeren Stressreaktion? Warum passiert das und was kann ich eigentlich dagegen tun? Gerade in der Zeit, wo ich vielleicht nicht die Ausrede habe, dass ich keine Zeit dafür habe. Jo, und wie ihr seht, wir sind heute nicht im Café Stillpoint. Wir haben uns ein bisschen ins Hinterzimmer verzogen, in die sogenannte Gin Bar des Café Stillpoints. Und zum einen gibt es hier bessere Getränke. Der Service lässt natürlich ein bisschen zu wünschen übrig. Aber warum wir noch da sind, das wird uns dann die Moni später noch verraten. Jetzt sage ich erstmal Hallo Moni, schön, dass Hallo. Du da bist. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Du hast ja heute schon den ganzen Tag fleißig deinen Neuroendokrinologiekurs für den Women's Health Kurs aufgenommen. Das heißt, du bist schon warm geredet. Ja, ich habe heute schon mehrere Stunden vor der Kamera verbracht, mit mir alleine. Ich habe brav mit mir selbst gesprochen über mehrere Stunden. Also meine Stimmbänder sind warm gelaufen. Super. Wir sitzen natürlich mit dem geforderten 1 Meter Abstand. Ja, ja. Ja. Und ich würde sagen, fang an. Okay, gerne. Ich habe eine kleine Präsentation zusammengestellt, die hauptsächlich aus Bildern besteht, die veranschaulichen soll, wie die Nebennieren grundsätzlich funktionieren und wo es falsch laufen kann. Und dann können wir ein bisschen plaudern, wie man sich da adaptieren kann. Der Vortrag heißt eben Futter für die Nebennieren. Das heißt, wir reden nicht nur über Essen, aber wir reden darüber, was wir für unsere Nebennierengesundheit machen können. Das erste ist, dass ich die Nebennierenachse nochmal erklären möchte. Es ist ja so, dass die Nebennieren ein zentrales Signal erhalten. Das kommt initial vom Hypothalamus, geht weiter über die Hypophyse und landet dann bei den Nebennieren. Und in den Nebennieren selbst wird dann Cortisol ausgeschüttet. Cortisol, wissen die meisten von uns, ist das Stresshormon, das Überlebenshormon und das Hormon, das bei vielen von uns im Moment möglicherweise erhöht ist und uns deshalb auch die ganzen Nebeneffekte von Cortisol beschert, die wir so nicht haben wollen. Hier ist nochmal bildlich dargestellt, wie diese Achse ausschaut. Da sieht man auch, in welche Richtungen Cortisol seine Wirkungen verstreut. Es gibt Immunreaktionen, es gibt Substanzreaktionen im Bereich des Thymus, der Lymphdrüsen und auch des Zuckerstoffwechsels. Also es wird massiv Zucker mobilisiert von Seiten von Cortisol, um die Energie, die wir zur Flucht und zur Kampfreaktion brauchen, bereitzustellen. Das Problem ist, wir müssen weder davonlaufen noch uns einem physischen Kampf stellen. Das heißt, wir verbrauchen diesen Zucker nicht und das ist sozusagen ein Teil des Problems, dass unsere Stressreaktion jetzt schieflaufen kann. Ich habe gesehen, wenn ich jetzt schon zwischenfragen darf, du hast auf der Folie jetzt noch die Thymus erwähnt. In der Pnei-Reihe haben wir ja schon viel von Michi Biberschick gehört über das Immunsystem. Mhm. Und traditionell sagt man immer, dass die Thymus eigentlich im Erwachsenenalter eigentlich fettig degeneriert. Magst du vielleicht noch ein, zwei Worte über die Thymus sagen? Also prinzipiell ist es schon so, dass es diese Thymusinvolution gibt nach der Pubertät, heißt, dass sich große Teile des Thymus in Fettgewebe umwandeln. Es ist aber mittlerweile auch erwiesen, dass Restzellbestandteile oder Zellareale bleiben, die weiterhin Thymusfunktion erfüllen und auch verschiedene Substanzen sezernieren, wo man sich auch sicher ist, dass man noch gar nicht alle Substanzen gefunden hat, die von dort sezerniert werden. Aber was man weiß, ist, dass unter anderem der Thymus in der Lage ist, auch selbst Cortisol zu sezernieren. Das heißt, wenn die Nebennieren aus irgendeinem Grund noch mehr Cortisol produzieren sollten, als sie können, kann der Thymus aushelfen. Das hat man bei Patienten festgestellt, deren Nebennieren insuffizient sind. Aber man vermutet, dass es auch Teil der Stresskette ist, dass dort Cortisol mitsezerniert wird in Stresszeiten. Okay.
Also das ist das, was ich weiß, und dass bei schwerkranken Menschen der Thymus sogar wieder wachsen kann, weil von dort aus anscheinend ein Regenerationspotenzial auch noch da ist. Mhm. Okay, danke. Bitte. So, das nächste, worüber ich unser Cortisol-Level ist auch so hoch. Das nächste, worüber ich sprechen möchte, ist ein bisschen über die verschiedenen Stressphasen. Weil eine Stressreaktion zu haben, ist an sich ja nichts Pathologisches. Das heißt, wenn wir einen Stressor haben, sei es ein körperlicher, ein chemischer oder ein emotionaler Stressor oder mehrere gleichzeitig, dann soll unser Körper auf diesen Stressor reagieren. Wichtig ist, dass er sich nachher wieder zur Ruhe begibt. Das heißt, dass das Signal dieser Stressachse auch wieder versiegt. Das würde bedeuten, dass in einer Alarmphase das Cortisol-Level und das Adrenalin-Level, Noradrenalin-Level steigt über das normale Maß hinaus, um mir diese Kampf- oder Fluchtreaktion zu ermöglichen und dann als Reaktion unter das normale Level absinkt, um mich sozusagen dann wieder zu erholen und aufs normale Level zurückzukehren. Das wäre die physiologische Stressreaktion. Und das kann man auch Alarmphase nennen. Ich lehne mich da an ein Modell von Hans Seele, der das generelle Adaptationssystem in Bezug auf Stress auch beschrieben hat, nur vor sehr, sehr langer Zeit. Mittlerweile weiß man ein bisschen mehr drüber, darum habe ich sein Modell etwas freier interpretiert, als er das sozusagen aufzeigt. Habe ich mir schon gedacht, weil im klassischen Modell, da ist ja erst auf der Y-Achse ist ja die Widerstandsfähigkeit. Genau. Und er beschreibt auch eher so einen Schockzustand in der ersten Phase, wo alles nach unten geht. Und das ist bei dir ja von der Cortisolausschüttung eigentlich genau anders. Er fängt quasi dort an, wo, also nachdem ich es jetzt erklärt habe, erst dann sozusagen, wenn es runtergeht unter das Normale. Und er spricht, wie gesagt, nicht initial von Cortisol, sondern wie gut ist mein Gesamtwiderstand. Also er hat es damals noch nicht Cortisol genannt und ich habe es sozusagen so ein bisschen umgemodelt und es auf den Cortisolspiegel umgelegt, wie sich der verhält in den Stadien der verschiedenen Stressantworten. Okay. Wenn ich meine Alarmphase jetzt sehr oft triggere und sehr oft beanspruche, dann kann es dazu kommen, dass der Körper in eine sogenannte Resistenzphase kommt. Das bedeutet, dass ich nach der sogenannten Erholungsphase nicht auf ein Normallevel kehre mit dem Cortisol, sondern auf ein erhöhtes Grundlevel und dann sozusagen ständig ausgehend von einem erhöhten Grundlevel meine Stressoren bewältigen muss. Das ist eine Zusatzanstrengung für die Nebenniere, die zwar eine gewisse Zeit lang funktionieren kann, aber nicht für immer, weil ich ständig, sagen wir jetzt einmal 120-130% von dem 24-Stunden-Cortisol brauche, als es eigentlich gedacht ist. Das heißt, die Resistenzphase hat ein designiertes Ende, ja, und am Ende dieser Resistenzphase kommt die sogenannte Erschöpfungsphase, wo die Nebenniere nicht mehr in der Lage ist, das geforderte Cortisol zu produzieren, dann die Spiegel unter das Normallevel sinken und dadurch der Körper in eine generelle Erschöpfung kommt. Das kennt man von Burnout-Patienten, von stark depressiven Patienten. Es gibt auch schon diese Diagnose chronischer Erschöpfungszustand. Das ist ja mittlerweile eine anerkannte und gebräuchliche medizinische Diagnose. Und in allen diesen Fällen kann niedriges Cortisol eine große Rolle spielen. Okay. Gut, also so ist sozusagen meine Interpretation. Kurz gut, lang schlecht. Genau, also es ist gut, dass wir es haben. Es ist sehr gut, dass wir es haben. Ja? Und es hält uns am Leben. Und es hält uns aktiv und munter und fit tagsüber. Aber es sollte dann auch mal zur Ruhe kommen dazwischen. Das heißt, auch wenn ich in einer total gestressten Phase eigentlich einen Bluttest machen lasse, beziehungsweise einen Sputum-Test für mein Cortisol-Tagesprofil, kann es schon sein, dass das dann auch erhöht ist, weil ich total unter Stress stehe im Moment. Ja, und physiologisch auch erhöht ist. Genau, und das wäre sozusagen ja auch eigentlich in dem Sinn nicht verkehrt. Das heißt, man muss einen Befund auch immer im Kontext interpretieren und sagen, wie war denn dieser Tag, wo dieser Test gemacht wurde? Wie ist der abgelaufen? Ist der schon mit Stressfaktoren losgegangen? Warte, jetzt haben wir kurz, das Dream ist gerade unterbrochen. Also ich frage immer dann, wie war dieser Tag? Wenn ich sehe, da ist irgendwas mit den
mit den Werten nicht in Ordnung, ist der entspannt losgegangen, ist der gestresst losgegangen. Wurde gegessen in der Früh, wurde nicht gegessen, wenn ja, was? Wie ist der Tag weitergegangen? Gab es Sport? Gab es außer einem gewöhnlichen Tagesablauf irgendwelche extra Wege, Termine, die zu absolvieren waren? Das alles kann das Cortisol-Tagesprofil stark verändern. Ja, das sind eben die Dinge, auf die ich dann achte und nicht nur ein einzelner Wert, wie der in der normalen Range da steht. Okay. So, da habe ich nochmal aufgezeigt, wie die verschiedenen anderen Hormonachsen beeinflusst werden können durch eine erhöht getriggerte Stressachse. Das ist auf der einen Seite die gonadotrophe Achse, das heißt, was passiert mit den Geschlechtshormonen oder mit der Geschlechtshormonausschüttung, wenn die Stressachse über Gebühr beansprucht wird. Und das sieht man an den vielen roten Linien auf diesem Bild, in dem Fall linken Seite, dass quasi jede Etage inhibiert wird. Es wird schon zentral inhibiert auf Höhe vom Hypothalamus, es wird dann weiter sicherheitshalber auf Ebene der Hypophyse weiter inhibiert, indem die LH- und FSH-Ausschüttung unterdrückt wird. Und es wird auch direkt die Sekretion von Östrogenen, Progesteron und Testosteron unterdrückt. Auf der anderen Seite habe ich die Wachstumshormonachse aufgezeigt. Die Wachstumshormonachse ist, die ist nicht so geläufig, das Wachstumshormon-Releasing-Hormon, das aus dem Hypothalamus kommt und der Hypophyse Wachstumshormonausschüttung befiehlt. Mhm. Und das Wachstumshormon aus der Hypophyse an sich bedient dann sozusagen alle Zielorgane, die Wachstumsfaktoren, wie zum Beispiel Insulin-like Growth Factor, produzieren können. Das ist die Wachstumshormonachse. Und auch diese wird von einem erhöht beanspruchten Stressachse inhibiert. Einerseits über Somatostatin, das ist die endokrine Universalbremse, die aus dem Hypothalamus ausgeschüttet wird, und andererseits direkt durch Cortisol. Cortisol ist in der Lage, direkt an der Hypophyse die Wachstumshormonausschüttung zu inhibieren, aber dann auch weitere Prozesse wie Aufbau von Muskelmasse, Aufbau von Knochenmasse. Aber was es unterstützt, ist der Aufbau von viszeralem Fettgewebe. Und wie wir alle wissen, das wollen wir eher nicht so haben. Verhält sich das bei Mann und Frau gleich oder ist das ein bisschen unterschiedlich? Na, das verhält sich in dem Fall bei Mann und Frau ziemlich gleich. Frauen haben halt durch einen erhöhten Östrogenspiegel von Haus aus etwas rundlichere Formen und da schaut das vielleicht initial so aus, als würde es sich dort mehr anlegen, aber es wird nur ein bisschen verlagert. Von Östrogen bekommt man eher etwas mehr Gesäß und von Cortisol bekommt man eher etwas mehr Rettungsring, aber das ist bei beiden Geschlechtern gleich. Ja, in unserer Ausgangssperre haben wir die Chance, beides jetzt zu kriegen. Ja, wir arbeiten an beiden recht fleißig. Vielleicht dazwischen ein, zwei Bewegungseinheiten reißen uns vielleicht raus, bin mir nicht ganz sicher. Werden wir sehen. Genau. Okay, also das war sozusagen mal der Überblick jetzt über den Effekt der Stressachse auf zumindest zwei andere Hormonachsen. Dann kann man die Stressantwort auch noch aufteilen in primäre, sekundäre und tertiäre Stressantwort. Da habe ich wieder, ich habe einen Stressor, der kann physisch sein, chemisch sein und oder sozial-emotional sein. Und meine erste primäre physiologische Stressantwort ist, mein Cortisol steigt und meine Katecholamine steigen. Das will ich so haben. Mhm. Die sekundäre Stressantwort, die auch immer noch zum Teil in den physiologischen Bereich fällt, ist, meine Herzfrequenz geht hinauf, mein Glukoselevel geht hinauf, mein Laktat geht hinauf, meine Erythrozyten, meine Stoffwechselrate und mein Glykogenspeicher wird geleert und mein Muskelprotein wird abgebaut, wenn keine sonstigen Energieressourcen, sprich Glykogenspeicher, mehr vorhanden sind. Das ist bis zu einem gewissen Grad auch noch physiologisch, beziehungsweise die Ausschüttung von Cortisol und Katecholaminen bedingt diese körperlichen Veränderungen. Die tertiäre Stressantwort, das ist das, wo wir dann schon in der Resistenzphase in Richtung Erschöpfungsphase gehen, bedeutet, dass generell das Wachstum gehindert wird, dass generell die Krankheitsresistenz sinkt, das heißt, wir werden vermehrt krank.
Die Nahrungsverwertung wird schlechter, also sämtliche Resorption von Nährstoffen aus dem Darm ist schlechter und die Reproduktionsmöglichkeit wird dadurch heruntergefahren. Mhm. Also massiver Stress trägt auch nicht zur Vermehrung der Menschheit bei. Das heißt aber eigentlich, dass ich im Blutbild schon ablesen kann, ist jetzt jemand noch in der Phase, wo er es mit seiner erhöhten Level kompensieren kann oder ist jemand schon in der Erschöpfung? Genau. Gibt es da noch Parameter, die für dich wichtig sind von der Labordiagnostik? Naja, von der Labordiagnostik her ist es so, dass ich mir das Cholesterinpanel anschaue, deshalb, weil Cholesterin die Ausgangssubstanz für Cortisol ist. Das heißt, jemand, der zu wenig Ausgangssubstanz hat, kann auch nicht genug Endsubstanz produzieren. Mhm. Das ist Punkt 1. Das heißt, krampfhaft gedrücktes Cholesterin bzw. aus anderen Gründen niedriges Cholesterin ist nicht unbedingt förderlich für Cortisolproduktion. Nennen wir es mal so. Das heißt, also eigentlich dürfte ich in der Phase jetzt mal Eier essen und auch mal... Also wenn es um das weißes geht, Fleisch. Ja, ja. Absolut, absolut. Also da ist nichts dagegen zu sagen. Es ist sogar relativ wichtig, ausreichend Proteine generell zuzuführen. Aber wie gesagt, das ist einfach auch wichtig, genug Grundsubstanz zu haben. Mhm. Ja. Das Zweite ist, ich schaue mir den Zuckerhaushalt an. Das heißt, kriegt das Cortisol den Blutzucker dann auch entsprechend in die Höhe oder hat der, trotzdem ein hohes Cortisol-Level hat, einen niedrigen Blutzucker? Das heißt, hat da das System seinen Originalregelkreis verlassen. Mhm. Ja, also das sind so Dinge, die eigentlich physiologischerweise da sein sollten, wenn der Cortisolspiegel hoch ist. Ja, und sonst, wenn das nicht mehr zusammenpasst, dann sehe ich, dass das System nicht mehr adaptieren kann. Mhm. Okay. Dann habe ich hier mal, das war in Hamburg, eine Karte gefunden, wo drauf gestanden ist, ich wäre gerne mal abends so müde wie morgens. Das war wahrscheinlich morgens in Hamburg. Das war nachmittags in Hamburg. Aber das hat mich sofort an die Cortisol-Tageskurve erinnert. Weil das Cortisol ja morgens hoch sein soll und da macht es uns wach und munter und motiviert, den Tag zu starten. Während es abends niedrig sein soll, dass es uns erlaubt, müde zu werden und auch einzuschlafen. Und ganz vielen Menschen geht es aber so, wie auf dieser Karte beschrieben, sonst wäre niemandem eingefallen, das zu drucken und zu verkaufen, weil es ganz vielen Menschen umgekehrt geht. Die kommen morgens nicht aus dem Bett, weil sie einfach fühlen, sie haben überhaupt keine Energie, laufen sich dann so recht und schlecht warm über den Tag und so ab 16 Uhr, 17 Uhr könnte es losgehen. Und dann beschäftigen sich die bis gut weit nach Mitternacht, weil sie dann so richtig auf Touren gekommen sind. Also ist es auch so ein bisschen dieser, ich brauche morgens den doppelten Espresso und abends den Rotwein, um runterzukommen? Ja, genau. Genau das. Ja, also das kann absolut ein Faktor sein, wo Menschen eben das so berichten, dass sie das irgendwie hinkriegen, dass sie tagsüber ihre Performance bringen und abends dann schlafen gehen können. So schaut die Molekülstruktur von Cortisol aus Punkt 1 und B, die Cortisol-Tageskurve sollte so ausschauen. Das heißt, es veranschaulicht ein Ansteigen in der zweiten Nachthälfte am frühen Morgen mit einem Peak um zwischen 8 und 9 Uhr morgens und dann einem sukzessiven Abfall, der dann am Abend wirklich seinen niedrigsten Level erreichen sollte, dass man auch wirklich müde genug ist, um erholsam zu schlafen und auch das ganze Regenerationspotenzial vor allem der ersten Nachthälfte bestmöglich zu nutzen. Weil, wie wir gesehen haben, inhibiert Cortisol, die Anwesenheit von Cortisol, das Wachstumshormon. Und das Wachstumshormon ist für unsere Reparaturmechanismen nachts das hauptverantwortliche Hormon. Und das kann nur anständig ausgeschüttet werden, wenn wir wenig Cortisol zu dieser Zeit haben. Mhm. Also das ist der ganze Grund, oder das ist einer der Gründe, warum Cortisol vor allem in der ersten Nachthälfte niedrig sein sollte. Mhm. Und so schaut eben ein Cortisol-Tagesprofil aus im Befund, wenn man einen Speicheltest macht, wo man je nach Labor zwischen 4, 6, glaube ich teilweise 8 Mal in ein Röhrchen spuckt, um das ganze Tagesprofil zu erhalten. Also macht es schon Sinn, mich am Morgen zu fordern, wenn mein Stresshormon-Level eh hoch ist? Es sollte hoch sein, das heißt, du solltest es aushalten können, dich zu fordern. Ja, genau so ist es. Okay.
Das heißt, sportmäßig, was würdest du dann sagen? Sportmäßig ist es zu dieser Zeit des Tages eigentlich ziemlich egal, weil du eigentlich eh alles aushalten solltest und weil dein Cortisol-Level ohnehin oben ist. Das heißt, du kannst eigentlich alles machen, was du möchtest. Später am Tag muss man sich sozusagen schon ein bisschen genauer überlegen, was möchte ich. Das heißt, je später der Tag, desto weniger stressig sollte der Sport sein. Jetzt ist es so, stressig für den Körper ist vor allem natürlich jede Form von extremem Training. Also Training, das mich massiv an mein Limit bringt, ist in der zweiten Tageshälfte nicht unbedingt empfehlenswert. Eine kleine Ausnahme dabei ist das sogenannte High-Intensity-Interval-Training, das erwiesenermaßen Cortisol-Level senken kann. Wobei man sagen muss, man kann High-Intensity-Interval-Training natürlich schon auf viele verschiedene Arten betreiben. Und ich würde schon dafür plädieren, dass man in einem, wie man unter Otto-Normalverbrauchern sagen würde, moderaten Ausmaß bleibt. Also jetzt nicht 3 Stunden lang Hardcore-Intervalle trainiert noch am Abend, weil Intervalltraining darf ich ja eh machen. Ja? Also dass man schon das mit Maß und Ziel macht und sagt, okay Gott, ich will noch rausgehen laufen. Aber ein Dauerlauf ist vielleicht eben nicht so gut. Jetzt mache ich eben eine halbe, dreiviertel Stunde Intervalle, weil das einfach für meine Nebennieren besser ist. So wäre es gedacht. Hast du, glaube ich, eine ganz coole App für, oder? Ja, genau. Es gibt auch Apps, die heißen eben HIIT oder Tabata oder HIIT Workouts. Also da gibt es verschiedene und da kann man auch seine eigenen Playlists einspielen und seine Intervalle selber einstellen. Manche machen auch Vorschläge für Intervallworkouts. Aber wie gesagt, ich plädiere trotzdem für ein moderates Ausmaß im Sinne von nicht stundenlang dann trainieren, sondern einfach mal noch eine Sporteinheit einzuschieben, wenn man früher am Tag nicht dazu kam und was machen möchte. Und natürlich dann so Dinge wie verschiedene Formen von Yoga oder Tai Chi, irgendwas, was mit ruhigen, rhythmischen Bewegungen ist, ist sicher auch in der zweiten Tageshälfte kein Problem. Intervalle kann man nicht nur mit Laufen machen, sondern auch mit Körpergewichtsübungen zum Beispiel oder mit Krafttraining bietet sich auch an, in, wie gesagt, moderatem Ausmaß. Also das wäre sozusagen ein Sport für die zweite Tageshälfte. Empfehlenswert ist es allerdings, dass man mit Sport spätestens 4 Stunden vor dem geplanten Zubettgehen fertig ist. Also das empfiehlt sich für jede Art von sportlicher Betätigung. Wegen Zuckerlevel, wegen Stresshormonlevel? Ja, weil das alles dann noch braucht, wieder runterzufahren. Und deswegen sollte man eben da nicht unbedingt zu knapp vom Schlafen gehen, das noch unbedingt machen. Gut. Weitere Dinge, die es da zu beachten gibt, ist, dass auch zum Beispiel Essen vor dem Schlafengehen ein wichtiger Punkt ist, wenn meine Cortisol-Levels nicht genug absinken am Abend, ist es wichtig, auf jeden Fall Abend zu essen. Weil ich nicht will, dass mein Cortisol das Gefühl hat, es muss mir mit Zucker aushelfen, weil ich ihn mir nicht von extern zugeführt habe. Das heißt, um meine Nebennieren zu entlasten, muss ich essen, dass nicht das Cortisol einspringen muss, als Retter in der Not, in der Hungersnot in dem Fall. Und wichtig ist bei einem Abendessen, dass es erstens eine Proteinquelle enthält und zweitens wenig, aber doch Kohlenhydrate enthält. Also keine No-Carb-Meals am Abend, weil die meistens zwar eine erhöhte Insulinausschüttung bedingen, aber keine ausreichende Glukoseproduktion und das ruft mein Cortisol erst recht auf den Plan. Okay. Ja, also das wäre wichtig für das Abendessen zu beachten, dass man da Proteine dabei hat und Kohlenhydrate, ist kein Kohlenhydratberg, aber ein paar Kohlenhydrate und nach Möglichkeit auch komplexe, ballaststoffreiche Kohlenhydrate dabei hat. Und man sollte auch 3 Stunden vor dem Schlafengehen mit Essen fertig sein. Also nicht um 9 essen und um 10 ins Bett. Das heißt, du empfiehlst eigentlich mehr, dass ich, wenn ich jetzt mal diese weglasse, die 16 Stunden nicht essen, dass du bei vielen, die ja damit Probleme haben, schon das Frühstück eher weglässt als das Abendessen. Tendenziell ja. Ja. Also wenn es darum geht, diese Cortisolkurve, diesen Rhythmus zu unterstützen, wenn das jemand auch braucht, weil das nicht ganz passt, dann bitte auf jeden Fall eher
das Frühstück weglassen und nicht das Abendessen. Mhm. Okay, das habe ich hier auch nochmal aufgezeichnet, wie die Cortisolkurve und die Glukosekurve und die Insulinkurve sich zueinander verhalten. Das Grüne ist die Cortisolkurve, das ist angelehnt an das Bild, was wir gerade gesehen haben. Und das Rote ist die Glukosekurve. Angenommen, dieserjenige, der diese Glukosekurve hat, isst dreimal pro Tag. Das heißt, man sieht, die Insulinkurve und die Cortisolkurve decken sich weitestgehend in der Früh. Das heißt, in der Früh schüttet das Pankreas auch relativ viel Insulin aus, wenn die Glukose steigt, weil es das schnell wegbringen muss, weil mir ja auch das Cortisol meinen Glukosespiegel hochhält. Mhm. Das heißt, das Pankreas hat das Gefühl, es muss die Blutglukose schnell wo unterbringen. Und man sieht, dass die Diskrepanz bei den zwei anderen Hauptmahlzeiten zum Mittag und am Abend zwischen ausgeschüttetem Insulin und vorhandener Glukose größer wird. Das heißt, mein Körper behält sich schon etwas Glukose übrig im Blut und parkt nicht so viel in den Zellen, weil er sagt, ich brauche das ja dann noch für später. Weil ich habe ja jetzt mein Cortisol nicht mehr, das mir aushilft. Zumindest sollte es so sein. Mhm. Ja, und da kann man sich sozusagen das nochmal ein bisschen herleiten, warum es theoretisch besser wäre, eben das Abendessen zu essen und gegebenenfalls eher das Frühstück wegzulassen. Hier ist nochmal veranschaulicht, wie sozusagen physiologische Cortisolsekretion ausschaut, beziehungsweise wie physiologische Reaktion auf Cortisol ausschaut. Wenn ich, also auf der Y-Achse ist die Wirkung abgebildet und auf der X-Achse der Cortisolspiegel. Wenn ich jetzt sehe, die mittlere Kurve bedeutet eine normale Reaktivität des Körpers auf Cortisol. Das heißt, wenn ich eine physiologische Cortisolkonzentration habe, sollte meine Sensitivität so genau schön dazwischen durchgehen. Das heißt, die Reaktion vom Körper passt zum ausgeschütteten Cortisol. Jetzt gibt es mehrere Varianten der Fehlleitung. Das heißt, mein Körper reagiert zu stark auf Cortisol. Das bedeutet, dass die Wirkungskurve viel früher ansteigt, als es sein sollte. Das heißt, ich habe auf den geringsten Mengen ausgeschütteten Cortisol die maximale körperliche Endreaktion, was natürlich viele andere Systeme im weiteren Sinne dann überlastet. Die andere Variante, wie es falsch gehen kann, ist, ich habe verringerte Cortisolreduktion, das heißt Cortisolreaktion, Entschuldigung. Das heißt, mein Cortisolspiegel steigt zwar, aber meine Wirkung steigt nicht so stark an, wie sie ansteigen sollte. Das heißt, ich habe nur 50% zum Beispiel Cortisolwirkung im Verhältnis zu dem Cortisol-Level, das ich habe. Und das geht bis zur kompletten Cortisolresistenz, das heißt, der Körper reagiert auf den Befehl oder auf die Message, die Cortisol transportieren will, gar nicht mehr. Und das ist das, wo wir zuerst waren, in der maximalen Erschöpfungsphase, wo meine Nebennieren nicht mehr produzieren können, und das, was noch vielleicht irgendwo daherkommt, auf das der Körper auch nicht mehr reagiert. Das sind die zwei möglichen Varianten. Mhm. Was es auch noch gibt, mein persönliches Lieblingshormon auf diesem Planeten, DHEA, Dehydroepiandrosteron. Ich bin beeindruckt. Ich bin sehr stolz, dass ich es aussprechen kann, darum sage ich es immer wieder. Entschuldigung. Wird auch in der Nebennierenrinde sezerniert und ist so ein bisschen der Gegenspieler zu Cortisol. Das heißt, DHEA ist ein Hormon, das aufbaut, das Zellerneuerung bewerkstelligt, das lipolytisch wirkt, proteinaufbauend. Klingt alles fantastisch, es hat auch deshalb den Beinamen Youth Hormone oder Anti-Aging Hormone. Aber es ist nichts anderes als der Gegenspieler von Cortisol und macht alles das, was Cortisol nicht macht, schon. Mhm. So kann man es zusammenfassen. Okay, ich meine, das klingt jetzt alles super. Ja, ist es auch. Aber ich meine, wenn ich jetzt mal USA oder so hernehme, wo ich das wirklich als Over-the-Counter, die DHEA-Kapseln kriege, was hältst du von diesem unselektiven Gebrauch? Ja, nicht viel, bis gar nichts. Ja. Aber es macht schön.
glauben die ausreichend genug, dass sie das, dass sie dafür Geld hinlegen. Ja. Also wie gesagt, wie eigentlich bei jedem System im Körper geht es nicht um mehr, ich brauche auf jeden Fall mehr von dem oder ich brauche auf jeden Fall mehr von dem oder auf jeden Fall mehr von weniger von dem oder von dem, sondern ich brauche gute Balance. Ich brauche gute Verhältnisse von der einen zur anderen Substanz. Und genau das Gleiche gilt für DHEA und Cortisol. Die müssen sich einfach gegenseitig unter Kontrolle haben. Weil ja so fantastisch die Effekte von DHEA klingen. Ja, sind sie bis zu einem gewissen Grad auch, aber es ist ein anaboles Hormon. Und ein anaboles Hormon baut Gewebe auf. Und auch gewebeaufbauende Prozesse müssen im Körper kontrolliert ablaufen. Und für das habe ich katabole Prozesse im Körper, die das unter Kontrolle halten. Und das ist ein wichtiger Aspekt, der klar sein muss. Aus DHEA werden sowohl Testosteron als auch alle Östrogene weiter synthetisiert. Und die haben ja zum Teil dann auch wieder ihren schlechten Ruf. Ja? Das heißt, wenn ich jetzt unkontrolliert DHEA einnehme, dann kann ich auch irgendwann mit viel zu viel Östrogenen dastehen. Und das ist dann aber ein Problem. Weil wer garantiert mir, dass mein Körper das DHEA behält und keine Östrogene draus macht? Niemand. Und mit Östrogendominanz kann man so ziemlich jede gynäkologische Erkrankung übernehmen. Nicht nur gynäkologische Erkrankungen. Ja? Also von dem her ist es so, man kann nicht kontrollieren, ob man sich als DHEA behält oder nicht. Mhm. Das ist dann dem Körper überlassen und der macht dann das draus, wo er das Gefühl hat, das ist das Richtige, auch wenn es dann am Ende des Tages nicht ist. Aber das ist, wenn man einfach die Zufuhr so stark verändert, über das physiologische Maß hinaus. Mhm. Man kann es therapeutisch sehr gut einsetzen, wenn es einen Mangel an DHEA gibt, mhm. ja? Aber auch nur dann. Mhm. Danke. Da sieht man auf dieser Kurve, wie sich DHEA im Laufe des Lebens verhält. Und zwar Kinder unter 10 haben noch wenig bis kein DHEA, die haben auch noch keine Geschlechtshormone. Die haben auch noch hauptsächlich Wachstumshormon, das ihre ganze Aufbauprozesse bewerkstelligt. DHEA kommt erst ins Spiel, dann präpubertär und dann natürlich steigt es massiv an. Erreicht seinen Peak in den Spätzwanzigern oder Mitte 20ern. Deswegen heißt es dann auch immer so, ab 6, 7, 28 geht es bergab. Es ist, was das DHEA betrifft, auch sind wir noch gut dabei. Und für DHEA stimmt diese Aussage leider auch. Aber das ist halt nun mal so. Wir sind einfach nicht dafür designed, ewig zu leben. Und deswegen gehen unsere Aufbausubstanzen mit den Jahren und Jahrzehnten einfach sukzessive flöten. Das ist einfach so und das darf auch so sein. Ja, ja, es gibt zu niedrige Spiegel, auch in höherem Alter gibt es zu niedrige Spiegel, also auf das physiologische Level heben kann man DHEA immer noch, aber man soll nicht als 50-Jähriger so viel DHEA einnehmen, dass man ein Level kriegt wie ein 20er. Das macht wirklich keinen Sinn. Weil die restlichen Prozesse, die dranhängen, einfach auch nicht mehr mitspielen. Mhm. Und das ist unkontrolliert dann. Ja, aber warum ich über die Nebennieren so warum ich für die Nebennieren so eine Passion habe, ist, weil es mir ganz wichtig ist, dass wir immer auf alles Mögliche schauen, dass uns alles gut erhalten bleibt, dass unser Auto gut fit bleibt, dass unser Telefon immer aufgeladen ist, dass alles um uns, unser Haus immer alles repariert wird und so weiter. Und mit unserem Körper würden wir es nicht machen. Und gerade wie wir gesehen haben, in der Nebenniere findet die Balancierung zwischen anabolen und katabolen Prozessen zu großen Teilen statt. Und um die sollten wir uns kümmern. Und deswegen bin ich der Meinung, dass wir da wirklich sehr dahinter sein müssen, selber für uns selbst und auch für unsere Patienten als Osteopathen, dass wir das wirklich gut aufstellen. Und es ist ja ganz lustig, weil man sagt immer, ich mache das dann, wenn ich Zeit habe oder ich habe keine Zeit, das zu tun. Und es ist jetzt eine ganz interessante Erfahrung, dass man ja unglaublich viel Zeit eigentlich hat und trotzdem nicht so gut ist manchmal in den Trainingsprozessen, die man sich so vorgenommen hat. Ja, und ich denke mir, das ist für viele von uns jetzt ein Lernprozess, durch den sicher jeder in unterschiedlichem Maß jetzt durchgeht. Aber ich finde, es ist immer wichtig zu schauen, okay, gut, was kann ich jetzt Sinnvolles
tun oder was kann ich jetzt aus meiner Zeit machen? Und wenn ich jetzt plötzlich mehr Zeit habe, kann ich die für mich selbst nutzen? Ja, ich habe Dinge zu organisieren, ja, ich habe Dinge, um mich Dinge zu kümmern, die mich vielleicht auch nicht besonders interessieren, aber das habe ich ehrlicherweise immer. Auch in Nicht-Corona-Zeiten gibt es diese Kapitel in meinem Leben, also in meinem zumindest. Ja, aber wenn ich jetzt mehr Zeit habe, kann ich die nutzen für bewusster zu kochen, mich mehr zu bewegen, zu meditieren, weil das ist bei mir zumindest das Erste, für was ich keine Zeit habe. Außerhalb von Corona, jetzt habe ich Zeit dafür. Ja? Und dass man auch versucht, diese Dinge so zu sehen, dass ich jetzt was für mich machen kann, auch wenn es natürlich diese ganzen anderen Themen gibt, die wie ein Damoklesschwert über uns gerade schweben. Aber wenn ich an einem Thema jetzt im Moment nicht unmittelbar was ändern kann, hilft es leider auch niemandem, meine Gedanken drum kreisen zu lassen. Das ist ein interessanter Punkt, ja? Weil die Diana hat ja in der Pnei-Reihe, das ist ja so ihr Steckenpferd, viel darüber geredet, wie ich vielleicht die Bewertung eines Stressors verändern kann. Darum geht es eigentlich, wie Lazarus in seiner Stressforschung auch beschreibt, wie beurteile ich eigentlich das, was auf mich einwirkt, dass ich vielleicht von, oh Mist, ich kann im Moment nicht arbeiten, das macht mir Sorgen, zu super, jetzt habe ich die Zeit, die ich mir immer gewünscht habe. Es ist nur schwierig, was empfiehlst du, um diesen Shift auch in den Gedanken hinzukriegen? Also was ich schon finde, ist wirklich gut, wenn man Dinge aufschreibt. Mhm. Wenn man Dinge aufschreibt, gibt man sie so ein Stück weit aus seinem Kopf raus. Mhm. Ja, das heißt, man kann die schon mal wo parken. Sie sind nicht weg, man negiert sie nicht, aber man hat sie sich mal von der Seele geschrieben. Mhm. Das ist schon mal ein Riesenpunkt. Wenn man will, kann man sich das auch wieder mal durchlesen oder man legt es einfach weg und sagt, okay, gut, das ist jetzt mal für dort. Ja? Mhm. Dann kann man sich auch Listen schreiben. Was kann ich ändern, was kann ich nicht ändern? Ja? Und dann versucht man sich über die Seite der Liste Gedanken zu machen, die Faktoren, die ich ändern kann. Kann ich mein Bewegungsverhalten optimieren? Kann ich mein Ernährungsverhalten optimieren? Kann ich mir jetzt endlich Bücher reinziehen, um meine Patienten nach Corona besser beraten oder behandeln zu können? Kann ich mir jetzt verschiedene Studien reinziehen, auf die mich irgendwer im Kurs gebracht hat, wo ich mir nur die Referenzen aufgeschrieben habe und wo ich da schon gewusst habe, das landet irgendwo im Regal. Dafür ist jetzt die Zeit. Und dann habe ich richtig gutes Gefühl, weil ich was geschafft habe, was ich ohne Corona möglicherweise nie geschafft hätte. Und allein das Durchstreichen der To-Do-Liste. Genau, und dann kann man das so runterstreichen und dann hat man wahnsinnig viel geschafft, was wie gesagt möglicherweise sonst überhaupt nie einen Platz bekommen hätte. Und ich denke mir, das braucht vielleicht für manche mehr und für andere weniger Übung, aber wenn man es nicht mal versucht und nicht mal damit anfängt, wird man es am Ende auch nicht wissen. Und vielleicht wird man es am Ende auch bereuen, dass man diese Zeit damit verbracht hat, sich negative Gedanken zu machen, anstatt die Zeit möglichst sinnvoll zu nutzen. Wie es wir hier gerade tun, ja, zum Beispiel, natürlich. So, und ein wesentlicher Teil, was ich jetzt schon angesprochen habe, was ich für mich tun kann oder was ich vielleicht jetzt auch in den ein oder anderen Video auf meiner Praxisseite posten kann, was meine Patienten für sich selber machen können, wären zum Beispiel ein paar Übungen. Nachdem ich bekennender Yoga-Fan bin, habe ich diese Übungen jetzt aus dem Yoga heraus, aber das heißt nicht, dass es unbedingt Yoga sein muss. Für jemanden, der es partout nicht leiden kann, wird sich etwas anderes finden. Diese Übungen hier sind speziell Übungen, denen nachgesagt wird, Stresslevels zu senken. Das sind einerseits alle Varianten von Vorwärtsbeugen, also die Kindsposition, die stehende Vorwärtsbeuge, der herabschauende Hund. Das sind alles Dinge, denen gesagt wird, dass man nachgesagt wird, dass man durch die Änderung der Perspektive, indem man von oben nach unten schaut, einen anderen Blick auf die Dinge bekommt und dadurch möglicherweise auch aus gewissen Themen den Stress rausnehmen kann. In der zweiten Reihe sieht man verschiedene Drehhaltungen noch. Die sind vor allem dazu da, vor allem die Nebennierengegend aktiv wie auszuwinden, um quasi die Flüssigkeit aus der Nebennierengegend richtig rauszuquetschen, um danach, wenn man aus dieser Position rauskommt, diese Gegend wieder mit frischem, neuem Blut zu füllen und dadurch die Funktion zu optimieren. Weiters gibt es die klassische Katze-Kuh-Übung, wo man den Rücken rundet bzw. in eine Extension begibt. Das ist auch nichts anderes als eine Mobilisation mitunter der Nebennierengegend.
Je nachdem, in welchem Tempo man diese Übung macht, ist sie eher beruhigend oder auch mitunter anregend auf das System einzusetzen. Und die letzte Übung, die hier aufgezeichnet ist, das Legs up the wall. Ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch sagt. Legs up the wall. Das ist tatsächlich, ich glaube, die entspannendste Übung, die ich jemals gemacht habe. Da legt man sich ein Kissen oder eine Decke unter den unteren Rücken und das Becken, versucht möglichst nah an die Wand zu kommen mit dem Becken und gibt dann die gestreckten Beine entlang der Wand hoch und kann so 10, 15, 20 Minuten liegen bleiben. Ich empfehle das allen Patienten mit Einschlafschwierigkeiten, das direkt vor dem Schlafengehen für 10, 15 Minuten zu machen. Und die, die es auch wirklich tun, sind natürlich wie immer nicht alle, haben eigentlich alle berichtet, dass es ihnen sehr gut tut. Und schlafen an der Wand ein. Schlafen an der Wand ein. Müssen mit angeschlafenen Füßen ins Bett gehen. Nein, solche Geschichten kenne ich nicht, aber ja, möglicherweise. Ja? Also das ist sozusagen mein aktiver Beitrag, den man unmittelbar als Ratschlag entweder selbst implementieren kann und oder seine Patienten. Ja, ich finde sie super, weil sie sind einfach, sie sind nicht mega kompliziert. Genau, das ist, dazu muss man kein Hyper-Yogi sein, um das zusammenzubringen. So, worüber wir noch nicht gesprochen haben, ist, was könnten wir für Supplements nehmen, um die Nebennieren zu unterstützen. Ich möchte betonen, dass man nicht die, wie man in Österreich so lapidar sagt, faule Sau-Variante nehmen sollte und einfach nur irgendwelche Pillen einschmeißen und dann wird es schon gut sein und sozusagen sich über den Rest nicht Gedanken zu machen. Das finde ich den falschen Weg. Aber wenn man schon vieles macht und trotzdem noch Unterstützung braucht, kann man zu Supplements greifen. Das ist allen voran mal Vitamin C. Vitamin C kann man auch essen, das muss man nicht als Supplement zwangsläufig nehmen. Das ist in ganz vielen gesunden Dingen drinnen, ganz vielen Gemüsesorten, in verschiedenen Obstsorten. Und was das Erstaunlichste ist, die Gemüseregale sind voll derzeit. Also es ist überhaupt kein Problem, kein Mensch hat eine Ausrede im Moment, dass er kein Gemüse kaufen kann, weil das einfach nicht wahr ist. Und deshalb nehmt eure Zeit jetzt, nutzt die, geht nicht lange, aber gezielt einkaufen zum Gemüseregal, schnell zur Kasse und heim. Und dann macht euch was Gutes, Vitamin C reiches zu essen. Phosphatidylserin ist ein sehr kryptischer Name, ist auch ein Nahrungsergänzungsmittel, das man zur Nebennierenunterstützung einsetzen kann. Empfehle ich aber oft erst, wenn wirklich Patienten schon sehr am Limit sind und sehr in Richtung Erschöpfung gehen, weil es ein teilweise sehr stark wirkendes Supplement ist, das sehr anregend ist. Und gerade wenn ich ein bisschen eine Dysfunktion habe, wo meine Nebennieren einfach nicht mehr so akkurat arbeiten, ist das oft ein bisschen zu heftig. Während Rhodiola, zu Deutsch Rosenwurz, ein sogenanntes Adaptogen für die Nebenniere ist, das ist einfach sozusagen ein Kraut, das die Nebennierenfunktion so unterstützt, wie es die Nebenniere gerade braucht. Das hieß genauso wie Reishi, das nächste auf der Liste, sind das pflanzliche Präparate, die einfach generell als Unterstützung ganz gut wirken und die man auch recht allgemein gut empfehlen kann, auch wenn man jetzt nicht ganz genau weiß, was da jetzt gerade nicht so gut läuft mit der Nebenniere. Und genauso sind es verschiedene Arten von Ginseng. Vor allem denke ich da auch an Ashwagandha. Ashwagandha ist indischer Ginseng, der zwar primär als Adaptogen für die Schilddrüse gehandelt wird, aber nachdem die Schilddrüse und die Nebenniere ja zwei Hormondrüsen sind, die mitunter sehr eng miteinander zusammenarbeiten, wird Ashwagandha auch im Zusammenhang mit Unterstützung der Nebennieren immer wieder genannt. Ich glaube, Biogena hat auch ganz gute Präparate ohne Zusatzstoffe. Genau, Biogena, also ist prinzipiell eine Firma, wo ich selbst Kunde bin und die ich, auch wenn ich gefragt werde, sehr gerne empfehle, aus mehreren Gründen. Erstens haben die ihre Produktion in Österreich, sind eine österreichische Firma, sind sehr transparent mit ihren Produktinformationen, haben eine Wissenschaftsabteilung, die auch antwortet und zwar prompt auf Anfragen und E-Mails und Fragestellungen. Ist auch, was ich gehört habe, als Arbeitgeber eine sehr kulante oder eine sehr familienfreundliche
Institution. Insofern weiß ich nicht, warum ich mir Sachen aus Übersee importieren muss, wo ich nicht genau weiß, wo das herkommt und was das ist, wenn ich es aus Österreich bekommen kann. Also drum, wenn mich das jemand fragt, ich bin nicht geschäftlich mit Biogena verbunden, außer dass ich dort auch einkaufe. Aber das ist das, was ich meinen Patienten einfach sage und dann kann jeder selber entscheiden. Na, bin ja auch froh über die Zusammenarbeit, da ja auch viele Frauen durch Biogena und unserer Women's Health Clinic einfach kostenlose Behandlungen kriegen. Deswegen bin ich eigentlich sehr glücklich. Nein, also wie gesagt, ich kann da nichts Negatives dran finden. Das, was zur Unterstützung der Nebennieren schon gemacht werden kann, ist eben Gabe von bioidenten Hormonen. DHEA gibt es als Kapseln in bioidenter Form, sind bei uns Gott sei Dank rezeptpflichtig und eben nicht frei erhältlich. Aus den Gründen, die ich vorher genannt habe, es ist einfach nicht von Haus aus unproblematisch, von externen Hormone einzunehmen. Weil ich meine Levels, meine Ausgangslevel kennen sollte und dann auch nur so viel supplementieren sollte, wie ich brauche, um ein physiologisches Level zu erreichen. Darf ich dich da noch eine Frage zu fragen? Und zwar, wenn ich jetzt sage, die klassische Hormonersatztherapie mit synthetischen Hormonen, ob das jetzt Gestin oder was immer auch ist, steht ja immer oder ist ja auch erwiesen, dass es das Krebsrisiko steigern kann. Ja. Ist das bei bioidenten Hormonen genauso? An und für sich nicht, solange man in physiologischen Levels bleibt. Deswegen ist das auch so wichtig, was ich gesagt habe, ich brauche eine Balance. Ich brauche eine Balance zwischen katabolen und anabolen Prozessen. Und sobald ich einen dieser beiden Prozesse vermehrt im Körper laufen habe, läuft grundsätzlich was falsch mit meiner Substanz. Das heißt, ich habe entweder zu viel Substanzabbau im Körper oder zu viel Substanzaufbau. Was dann auch Krebs bedeutet. Was dann auch Krebs bedeutet, wenn ich zu viel Substanzaufbau habe. Ja, es können andere Faktoren dazu, aber ich kann nicht hundertprozentig sicher sein mit jedweder Supplementierung von DHEA zum Beispiel. So natürlich es auch sein mag. Es ist nicht natürlich, die dreifache Blutlevel von DHEA zu haben, als ein physiologisches. Also das verlässt auch dann die Gesamtphysiologie. Ja? Danke. Drum auf jeden Fall Laborkontrolle und ärztliche Aufsicht. Ja, finde ich schon sinnvoll. Wir haben jetzt schon ganz viel gesprochen über, was man alles machen kann, um seine Nebennierengesundheit zu unterstützen. Ich habe mir noch sicherheitshalber ein kleines Schummelzettel hinten reingemacht an meine Präsentation, ob ich eh nichts vergessen habe. Und natürlich steht was drauf, was ich noch nicht gesagt habe. Das eine ist, dass weißes Fleisch, Fisch, kaltgepresste Öle, alle möglichen Gemüse- und Obstsorten gute Nahrungsmittel, nicht nur für den Nebennieren, sondern insgesamt für meinen Organismus sind. Und ja, wir haben jetzt genug Zeit, diese Dinge frisch zu kaufen und zu kochen. Man kann auch manche Dinge kochen und einfrieren und sie dann nochmal aufwärmen. Man kann gewisse Dinge kochen, in Glascontainer heiß abfüllen. Das konserviert ähnlich wie Marmelade, das hält auch einige Zeit. Also man muss nicht jeden Tag frisch einkaufen gehen. Weil das soll man ja auch nicht. Aber so einmal pro Woche kriegt man das schon hin, dass man den Rest der Woche frisches Gemüse isst. Im Umkehrschluss Vermeidung von Koffein, Alkohol und Rauchen. Das ist jetzt wenig überraschend, dass das nicht besonders gut für unsere Nebennieren ist. Nicht nur für unsere Nebennieren, aber für die auch. Beruhigend wirken auch diverse Aromaöle, allen voran das berühmteste beruhigende Aromaöl ist Lavendel oder auch von mir aus Lavendel als Pflanze, als Blüte, als was auch immer darin. Kissen. kann man sich in allen verschiedenen Varianten zuführen, als Duftstein, als Duftsäckchen, als Öl im Diffusor oder in der Duftlampe. Gibt es verschiedene Varianten. Auch Ylang Ylang oder Orange sind zum Beispiel beruhigende Aromaöle. Und antiviral, gerade die Orange. Und antiviral, auch Lavendel ist antientzündlich zum Beispiel. Ja? Also nur Benefits auf dieser Ecke. Ja, wichtig ist nur, Aromaöle bitte nicht direkt mit Haut oder Schleimhaut in Berührung zu bringen. Nur in stark verdünnter Form mit Trägerölen wie Jojobaöl oder der Bodylotion, die man benutzt, ein paar Tropfen Lavendelöl rein. Das geht. Ein wichtiger Ratschlag ist auch noch, nicht zu heiß duschen oder baden, vor allem abends, weil Hitze ist für den Körper prinzipiell ein Stress.
Und Hitze ist für den Körper mehr Stress als Kälte. Mhm. An Hitze sterbe ich früher, also ich verbrenne früher innerlich, als ich erfriere. Das heißt, auf Hitze reagiert der Körper sensibler mit Ausschüttung von Stresshormonen. Mhm. Drum sollte ich abends nicht über Körpertemperatur duschen oder baden. Es kommt im Kurs dann immer die Frage, und was ist mit Sauna? Sauna ist insofern davon ausgenommen, als wenn man in die Sauna geht, geht man sich nachher eiskalt abduschen. Oder geht in dieses eiskalte Becken, oder die Finnen wälzen sich im Schnee dreiviertel des Jahres. Das fällt bei uns ein bisschen flach, deshalb heißt es kalte Dusche. Nach der Sauna, dann ist es okay, weil dann kühle ich meinen Körper wieder ab und mein Körper muss es nicht von innen her bewerkstelligen. Ja? Also das ist, wenn man es richtig macht und die Sauna nicht nur hineingeht, um sich aufzuwärmen und dann nicht kalt duschen, wenn man es richtig macht und sich kalt abduscht, ist es in Ordnung. Und ein ganz, ganz wichtiger Faktor, und der ist wahrscheinlich jetzt für uns auch umso noch wichtiger als sonst, ist Bildschirmlicht. Bildschirmlicht hat einen großen Anteil an sogenannten blauen Lichtspektrum und blaues Licht ist auch dafür berühmt, den Cortisolspiegel zu steigern. Ähnlich wie das Sonnenlicht tut. Nur Sonnenlicht haben wir weder abends noch nachts zur Verfügung, aus gutem Grund, eben um unser Cortisol sinken zu lassen am Abend, drum wird es draußen dunkel. Wenn es aber dann drinnen nicht dunkel wird und vor allem unsere Bildschirme Vollgas laufen, weil wir noch dieses Update und jenen Newsletter sehen wollen und noch zusätzlich sehen wollen, was die letzte ZIP-Meldung war und die letzten Stände von irgendwelchen infizierten Zahlen, das macht keinen Unterschied, ob ich das vorm Schlafengehen noch weiß oder dann mir am nächsten Tag in der Früh anschaue. Es wäre einfach wichtig, auch 2 Stunden vor dem Schlafengehen Bildschirmlicht zu vermeiden. Und wenn es denn unbedingt sein muss, zumindest einen Blaulichtfilter in Form einer Brille oder in Form einer Veränderung des Bildschirms zu benutzen. Gibt es ja Nachtmodus auf vielen Geräten auch, gell? Gibt Nachtmodus. Nachtmodus filtert nur einen Teil des blauen Lichts heraus und nicht das ganze blaue Licht. Aber es ist besser als gar nichts. Wenn man es ganz rausfiltern muss, muss man einen kompletten roten Farbfilter installieren. Dann ist aber der Bildschirm wirklich sehr rot und sehr schwer zu lesen. Da legt man das Ding dann gerne weg, weil es eh zu mühsam ist, es zu lesen. Also es hat einen Effekt. Ja? Und was ich beim Essen schon gesprochen habe, das habe ich ja auch nochmals aufgeführt, dass man abends nicht unbedingt auf Kohlenhydrate komplett verzichten sollte, aber die Kohlenhydrate sehr wohl so auswählen sollte, dass sie auch ballaststoffreich sind, um eine Blutzuckerstabilisierung zu erreichen, solange es geht in die Nacht. Ja, ich glaube, das war jetzt. Wir sitzen nur zu zweit, aber ich applaudiere dir erstmal. Du, vielen, vielen Dank jetzt erstmal für die Menge an Informationen. Bitte gerne. Ich höre dir immer wieder gern zu. Danke. Jetzt habe ich noch ein Geschenk für dich, weil es findet ja eine Wertverschiebung gerade statt. Okay. Ja? Und, und das ist das gute Vierlagige. Ich wollte es noch umhegen, aber ich habe es nicht mehr geschafft. Das exklusive Vierlagige. Ich habe ja mit meinem Klopapierrechner im Internet ausgerechnet, dass ich eh einen Monat auskomme mit meinen Klopapierreserven, aber ich glaube, ich schaffe es jetzt eine Woche länger. Ja. Du weißt eh, dass der Nettowert der WSO sich ungefähr vervierfacht hat, weil wir haben ein Lager mit Klopapierpaletten. Ja. Ich habe schon überlegt, ob wir eine Safe-Tür jetzt einbauen müssen, weil vielleicht Plünderer kommen und wie in Tullen die Desinfektionsmittel klauen unser Klopapier. Ja, ja, ja. Also, aber es gibt es wieder, langsam gibt es wieder Klopapier. Ja, na, also mittlerweile. Aber Dankeschön, also ich freue mich sehr. Ich habe es mir gedacht. Ja, nein, mit so einer Großzügigkeit hätte ich es also nicht gerechnet. Weißt du, was du uns jetzt noch verraten sollst mit so einer Rolle Klopapier? Weil wir sitzen jetzt hier in dieser Gin-Bar und haben unseren Gin als Wasser geprägt. Und Holy Water. Genau, du bist ja eigentlich eine Gin-Konnoisseurin. Ja, also du trinkst eigentlich nur Gin. Ja? Also bitte. Also ich meine, als alkoholische Getränke. Als alkoholische Getränke, ja genau. Was sind denn deine 2 liebsten Gin-Rezepte für die Quarantänezeit oder für die Ausgangssperrenzeit? Also nachdem ich ja das Einzige, was ich wirklich schon gebunkert hatte, bevor das losging, war Gin zu Hause. Also da habe ich die wenigsten Sorgen. ich hatte auch das Vergnügen, vor mittlerweile doch fast 2 Jahren meinen 40er zu feiern. Und ich habe von fast allen
meinen Gästen Gin bekommen, der teilweise immer noch unangetastet in meinem Regal steht. Das heißt, ich habe einiges zur Auswahl. Aber ich habe letztes Jahr zu Weihnachten von einer ganz lieben Freundin einen österreichischen Gin geschenkt bekommen. Der heißt The Good Gin. Und er schmeckt auch wirklich sehr lecker. Und er hat als Zusatzkraut, wurde mit destilliert Ashwagandha. Und das haben wir gerade gehört, wie gut Ashwagandha nicht für unsere Nebennieren ist. Das heißt, das ist jetzt momentan einer meiner Favorite Gins. Aber welches Tonic dazu? Welches Tonic? Also prinzipiell bin ich Fan von dem Franz von Durst Tonic, das es beim Spar gibt. Okay. Ja, das heißt Franz von Durst Tonic. Also so gut Franz. Der gut Franz. So könnten wir diese Kreation Franz, nennen. Ja. Und ansonsten greife ich prinzipiell gern zu österreichischen Gins. Und da habe ich unter anderem auch gern den Wien-Gin oder den Wachauer-Gin. Die gehen, also Franz von Durst ist ein sehr universell einsetzbares Tonic. Aber auch das klassische Fever Tree geht. Ich bin kein besonderer Fan von Schweppes. Aber ansonsten... Das ist auch grauslich. Aber ja, das wären so meine Favorites im Moment. Okay, jetzt kriege ich Durst, Moni, ich entlasse dich jetzt. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend und bedanke mich nochmal vielmals. Ja. Und ich hoffe an alle, die zugehört haben, dass ihr morgen wieder dabei seid. Morgen findet ja eine offene Diskussion statt und es würde mich freuen. Schönen Abend noch. Tschüss.